Hallo zusammen und welcome back zum dritten Teil unseres Phraseologie-Tutorials für Vets im Piloten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich glaube, dieser dritte Teil wird besonders spannend, denn wir schauen uns in diesem Teil die Landephraseologie an, also Landeanflug, Endanflug, die Bewegung am Boden. Und da gibt es doch für den unerfahrenen Piloten einige Fallstricke, die werden wir uns alle genau anschauen. Das fängt an mit dem Anflugverfahren. Fliege ich jetzt einen Vektor oder eine Standard Arrival oder eine Transition? Da gibt es relativ viel zu beachten. Und wie gesagt, das werden wir uns heute in diesem Video alles einmal genau anschauen. Zum Ablauf, wir starten wieder mit IFR und schauen uns danach VFR an. Vorab natürlich wieder der obligatorische Hinweis, dass dieses Video nur für Flugsimulationen, also zum Beispiel auf VetSim oder IVAO bestimmt ist und nicht für die echte Luftfahrt. Alright, wir erinnern uns kurz, wir waren unterwegs von Neustadt nach Mittelstadt und sind auch schon den größten Teil unserer Flugroute abgeflogen. Und die letzte Anweisung, die wir bekommen haben, war vom Center-Lotsen, der uns an die Mittelstadt-Arrival-Frequenz übergeben wollte. Bei dem haben wir uns noch nicht gemeldet. Und jetzt geht es eben um die Frage, wie melden wir uns jetzt beim Arrival-Lotsen und welche Informationen benötigen wir dafür? Dazu wechsle ich nochmal den Kartenausschnitt. Wir zoomen jetzt etwas näher ran. Wir sehen rechts unten Luxup, den letzten Waypoint unserer Route und den Flughafen selbst mit einem Parallelbahnsystem und einer weiteren Landebahn. Und bevor wir uns jetzt beim Arrival-Lotsen melden, müssen wir uns zuerst die ATIS vom Flughafen anhören, denn ähnlich wie bei der Clearance, wenn wir starten möchten, benötigen wir auch die aktuellen Informationen zum Flughafen, wenn wir landen möchten. Also, welche Bahn ist überhaupt in Betrieb, wie ist das Wetter, wie ist der Luftdruck und so weiter. Das haben wir alles schon gelernt, wie das funktioniert im ersten Video. Das blende ich hier an der Stelle auch nochmal ein. Und wenn wir das abgehört haben, haben wir eine Information, zum Beispiel Information Foxtrot. Das ist die aktuelle Information und mit dieser Information melden wir uns dann beim Arrival-Lotsen. Dazu hören wir uns jetzt einfach nochmal eine Beispiel-ATIS an, damit wir auch wissen, wovon wir reden. This is Mittelstadt Airport Information Foxtrot Met Report Time 1720 Expect ILS Approach Runway 29 Transition Level 60 Wind 250 degrees, 5 knots, Visibility 8 km Light Rain Clouds Scattered 4000 feet. Temperature 13, dew point 5, QNH 1021, Nozick, Information Foxtrot out. Und dann mit der Information melden wir uns entsprechend beim Arrival-Lotsen wie folgt. Mittelstadt Arrival, Condor 5 Golf India, Flight Level 125, for Flight Level 100, Information Foxtrot. Dann antwortet uns der Lotse höchstwahrscheinlich wie folgt. Condor 5 Golf India, Mittelstadt Arrival identified, Foxtrot is correct. An der Stelle lohnt es sich vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter auszuholen. Denn das Ganze, was jetzt folgt, variiert immer so ein bisschen von Flughafen zu Flughafen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich auf jeden Fall lohnt, immer vorher in die Charts des jeweiligen Flughafens zu schauen. Denn die Frage, vor der man steht, ist, was kommt denn jetzt eigentlich für ein weiteres Verfahren, wie ich eben zur Landebahn gelange? Es gibt Flughäfen, da ist es so, dass man zuerst einen Standard Terminal Arrival, einen sogenannten Star, fliegt und sich daran anschließend eine Transition befindet, die man dann auch abfliegen soll. Das ist an großen Flughäfen zum Beispiel der Fall, so wie London Heathrow und Amsterdam. Dann gibt es Flughäfen wie in Berlin-Tegel zum Beispiel, da fliegt man eigentlich immer zuerst die Standard Arrival und daran anschließend gibt es dann entweder einen Standard Approach oder eben eine Transition, die man fliegt. Und in Düsseldorf ist es wieder anders, da fliegt man nämlich entweder einen Standard Terminal Arrival oder eine Transition, je nachdem, wie hoch das Verkehrsaufkommen ist. Und um sich da so ein bisschen darauf vorzubereiten, kann man auf jeden Fall die ATIS benutzen. Wir wissen, welche Runway aktiv ist, hier an dem Flughafen 29er. In dem Fall hat der Flughafen sogar zwei Landebahnen, 29er, 29er Left, 29er Right. Und daran können wir uns so ein bisschen ableiten, okay, welche Anflugsrouten kommen denn überhaupt in Frage? Das hilft vor allem, damit man so ein bisschen vorbereitet ist. Man muss das Ganze ja dann auch noch ins FMC eintippen. Und natürlich, damit man auch so ein bisschen die Orientierung und den Überblick behält und nicht komplett überfordert ist, wenn der Lotse einem jetzt
eine bestimmte Anweisung gibt. Meistens ist es sogar so, dass man vom Center-Lotsen oder vom Arrival-Lotsen, wenn der einen anfunkt, eine Info bekommt, welche Anflugsroute man erwarten soll. Dann kommt sowas wie Expect Lexap One Golf Arrival oder sowas ähnliches. An der Stelle lohnt es sich vielleicht nochmal ein bisschen weiter auszuholen. Denn das, was jetzt folgt, unterscheidet sich immer ein kleines bisschen von Flughafen zu Flughafen und ist auch einfach immer ein kleines bisschen anders. Bei großen Flughäfen, zum Beispiel Amsterdam, London Heathrow, da ist es so, dass man in der Regel zuerst ein Standard Terminal Arrival, eine Star, fliegt und dann anschließend eine Transition, die einen eben vom Ende der Star zum Final Approach Fix führt, wo der Endanflug, also zum Beispiel das ILS, beginnt. In Berlin-Tegel war es so, war, muss man ja schon fast sagen, seitdem der BER jetzt gerade eröffnet hat, dass man zuerst eine Standard Terminal Arrival, eine Star, fliegt und sich daran dann entweder ein Standard Approach oder eine Transition anschließt, je nachdem, was man von der ATC freigegeben bekommt. Und in Düsseldorf ist es wieder anders, da fliegt man nämlich ja praktischerweise entweder eine Standard Terminal Arrival oder eine Transition. Und da hängt es zum Beispiel davon ab, wie viel Verkehrsaufkommen überhaupt ist. Bei viel Verkehr würde die ATC einem wahrscheinlich eher eine Transition geben, weil sie einen dann einfacher in den anfliegenden Verkehr einfädeln kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man weder eine Standard Terminal Arrival noch eine Transition bekommt, sondern der Lotse einen einfach über Vektoren zum Endanflugspunkt führt. In jedem Fall lohnt es sich, vorher einen Blick in die Charts zu werfen und sich mit der ganzen Materie mal vertraut zu machen. Und vorher heißt, vor dem Flug und nicht erst, wenn man unterwegs ist, weil dann wird es schnell stressig und man ist womöglich überfordert, weil man die Charts raussuchen muss, weil man das Ganze gleichzeitig auch noch ins FMC eintippen muss und weil sich der Endpunkt der Route gerade relativ schnell nähert. Von daher meine Empfehlung, schaut euch das Ganze vorher an. Ihr wisst nach der ATIS auf jeden Fall, welche Runway aktiv ist, sodass man sich daraus auch relativ gut ableiten kann, welche Anflugsroute man wählen könnte, beziehungsweise welche man zu erwarten hat. Zurück zu unserem Beispiel, wir schauen uns hier in dem Video drei Möglichkeiten an, mit jeweils ein paar Variationen, und zwar einmal ein Standard Terminal Arrival, eine Transition und einmal, wie das Ganze bei Vektoren aussehen könnte. Wir starten mit der Standard Terminal Arrival, mit der Star, und schauen uns dazu einmal die Karte an. Wir sehen hier drei verschiedene Routen, Cardiff 3 Echo, Novex 1 Echo, End ist gut, und Lexap 5 Echo. Lexap ist der Endpunkt unserer Route, das heißt, wir würden natürlich die Lexap 5 Echo Route in dem Fall erwarten. Die Routen sind alle relativ einfach, die führen nämlich alle zum Mare VOR, zum VOR MTT, und das ist eben auch der Initial Approach Fix. Die Freigabe dafür sieht relativ easy aus. Der Lotse würde sich früher oder später mit irgendeiner Routeninformation nämlich bei uns melden. Und zwar mit unserem Callsign Condor 5 Golf India, Cleared Lexap 5 Echo Arrival. Oder er sagt sogar Condor 5 Golf India, After Lexap Cleared Lexap 5 Echo Arrival. Wir machen unser Readback. After Lexap Cleared Lexap 5 Echo Arrival, Condor 5 Golf India. Das machen wir dann natürlich auch. Unser Flieger kommt von rechts unten, Lexap, wir fliegen die entsprechende Route lang und nähern uns dem Initial Approach Fix. Normalerweise meldet sich der Lotse in der Zwischenzeit bei uns und gibt uns dann weitere Anweisungen. Das ist dann relativ einfach, das schauen wir uns nämlich an, indem wir einen Ananfall annehmen. Und zwar, wenn der Lotse sich nicht meldet und wir nachfragen, das ist dann einfach eine Meldung davor. Wir würden dann sagen, Condor 5 Golf India approaching Mare VOR, oder wir würden sowas sagen wie Condor 5 Golf India confirm routing after Mare VOR, und dann kommt eben die Anweisung. Im Normalfall würden wir eine Clearance für einen Standard Approach bekommen. Das sieht so aus, Condor 5 Golf India, Roger, after Mare VOR cleared for standard ILS approach runway 29er left. Wir machen unser Readback. Condor 5 Golf India, after Mare VOR, cleared for standard approach, runway 29er left.
Ja, ein Standard Approach, wir werfen direkt mal einen kurzen Blick drauf, könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Oben rechts sehen wir das MareViewR, das ist der Punkt, von dem wir ja kommen, und fliegen dann eine bestimmte Route, die uns zum ILS führt, am Endpunkt Medbo. Das ist dann der Final Approach Fix und ab da beginnt dann das ILS, was uns zur Landebahn 29er Left runterführt. Ja, was ist, wenn wir keine Clearance bekommen, beziehungsweise keine Clearance für einen Standard Approach? Ja, auch das schauen wir uns an. Wir melden uns wieder beim Lotsen Condor 5 Golf India, Approaching MareViewR oder natürlich Confirm Routing after MareViewR. Dann können wir zum Beispiel ein Vektor bekommen, beziehungsweise ein Heading bekommen, indem der Lotse sagt, Condor 5 Golf India, Roger, maintain present heading. Expect Vectors for ILS Approach 1W29er Left. Also wir sollen dann erstmal das Heading weiter beibehalten, was wir gerade fliegen. Wir machen unser Readback, Condor 5 Golf India, maintain present heading, expecting Vectors ILS Approach 1W29er Left. Er kann uns auch direkt ein bestimmtes Heading zuweisen oder aber wieder eine konditionelle Freigabe geben, dass wir nach dem MareViewR zum Beispiel erst danach eben ein bestimmtes Heading fliegen sollen. Das sieht wie folgt aus. Wir melden uns wieder und die Antwort vom Lotsen so sieht wie folgt aus. Condor 5 Golf India, Roger. Leave MareViewR on heading 270 degrees. Expect vectors for ILS approach runway 29er left. Und unser Readback. Condor 5 Golf India, leaving MareViewR on heading 270 degrees. Expecting vectors ILS approach runway 29er left. Ja. An der Stelle würde ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir auf jeden Fall, wenn wir keine Information vom Lotsen bekommen und auch nicht zu ihm durchkommen, weil die Welle einfach gerade so voll mit Funksprüchen ist, nicht weiter als zum Initial Approach Fix fliegen dürfen. Das ist nämlich unser Clearance Limit. Und wenn wir eben keine weiteren Anweisungen haben, dann wieder ein Blick in die Charts und wir sehen, hier ist ein Holding vorgesehen und genau das müssen wir dann auch entsprechend abfliegen. In Deutschland ist es eigentlich nicht vorgesehen oder nicht Pflicht, dass man das meldet, wenn man in das Holding fliegt. Das kann man natürlich trotzdem tun. Auch das schauen wir uns jetzt einmal schnell an. Und zwar melden wir uns mit folgendem Funkspruch beim Lotsen Condor 5 Golf India entering holding over MareViewR. Ja, das Thema Holding ist, ja, könnte man wahrscheinlich auch ein. Naja, vielleicht ein halbes Video mitfüllen. Schauen wir uns bestimmt auch nochmal separat an, vor allem was das auch fliegerisch bedeutet mit Inbound Track, Speed Restrictions, die man da hat und so weiter. Es soll jetzt nicht Gegenstand dieses Videos sein. Wir nehmen mal an, der Lotse merkt, dass er uns vergessen hat und er gibt uns eine Anweisung, dass das Holding gecancelt ist. Das würde dann wie folgt aussehen. Condor 5 Golf India holding cancelled. Turn left on heading 270 degrees. Expect vectors for ILS approach runway 29er left. Unser Readback natürlich. Condor 5 Golf India holding cancelled. Turning left heading 270 degrees. Expecting vectors for ILS approach runway 29er left. Lasst uns diesen Fall jetzt nochmal weiterspinnen, damit wir die Vektoren auch direkt abgehandelt haben. Wir kriegen also die Anweisung Turn left on heading 270 degrees, drehen also aus dem Holding raus Richtung Westen und würden dann zum Beispiel noch eine zweite Anweisung bekommen und nochmal nach links drehen. Condor 5 Golf India, Turn left heading 200 oder 210 und würden dann also erste Linkskurve, zweite Linkskurve, uns in jedem Falle irgendwie der Extended Centerline der Runway nähern. Und ab da würde dann eben eine Clearance für den ILS Approach, für einen Visual Approach, für einen NDB Approach und so weiter folgen. Schauen wir uns auch jetzt gleich an. Vorher nochmal der andere Fall. Wir haben die Clearance für den Standard Approach bekommen und müssen eben die vorgegebene Route abfliegen, kriegen also keine Vektoren. Fliegerisch ist das natürlich auch interessant, sich mal anzuschauen, wie man zum Beispiel auf dem Radial vom VOR Großkirchen fliegt, um eben genau diesen Punkt abzufliegen. Hat hier auch Geschwindigkeitsvorgaben und so weiter und so fort. Letzten Endes fliegen wir diese Route ab,
und landen auch auf der Extended Centerline oder nähern uns dieser zumindest und wir kommen an den Punkt, wo wir eben auch hier die Clearance fürs ILS, für den Localizer, fürs NDB, für den VUR Approach und so weiter bekommen würden. Bis hierhin erstmal. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Schwenk und schauen uns das Ganze für die Transitions an. Die sehen wie folgt aus. Die führt in mehreren Schleifen langsam zum Final, zum Flughafen. Und das Ganze ist natürlich gerade für die ATC gut, weil man die Flieger hier sehr schön hintereinander staffeln und nach aufs Final drehen kann. Die Clearance für eine Transition ist wenig überraschend. Wir kommen wieder von rechts unten und zwar sieht das folgendermaßen aus. Die ATC ruft uns, Condor 5 Golf India cleared Luxup 29 Transition. Unser Readback, auch keine große Überraschung, Condor 5 Golf India cleared Luxup 29 Transition. Spannend ist vielleicht auch, dass die Transitions immer mit dem Namen vom Waypoint plus der Zahl oder der Nummer der Runway versehen sind. Also hier Luxup 29, weil wir auf die Runway 29 Left oder 29 Right geklärt werden. Bei den Stars ist es ein bisschen anders. Die haben immer eine Zahl und einen Buchstaben. 5 Echo oder 6 Foxtrot oder 3 Golf, irgendwie sowas. Und werden regelmäßig angepasst. Und da kann sich der Buchstabe dann auch schon mal ändern. Dann weiß man, okay, hier hat sich irgendwas seit dem letzten Mal verändert. Dann wird der Buchstabe nämlich 1 hochgesetzt. Das hier ist jetzt das Beispiel für eine normale Clearance bei einer Transition. In den Charts, wenn man sich die ganzen Charts dann auch nochmal genauer ansieht, stellt man fest, dass da auch Geschwindigkeitsbegrenzungen drinstehen. Die muss man im Normalfall immer beachten, es sei denn, man bekommt von der ATC eben die Anweisung, dass die für einen nicht gelten. Die Clearance dafür sieht wie folgt aus. Condor 5 Golf India cleared Luxup 29 Transition, no speed restriction. Das Readback, Condor 5 Golf India cleared Luxup 29 Transition, no speed restriction, ist ganz klar. Außerdem gibt es in den Charts Höhenprofile und da verhält es sich genau andersrum. Normalerweise, wenn wir die Clearance, so wie wir sie jetzt bisher gesehen haben, bekommen haben, müssen wir dieses Höhenprofil nicht beachten, sondern kriegen wie gewohnt die Höhenangaben von der ATC durchgegeben. Zum Beispiel Descent Flight Level 60, Descent 3000 Feet, so wie wir das kennen. Wenn wir folgende Anweisung bekommen, Condor 5 Golf India cleared Luxup 29 Transition and Profile, dann müssen wir uns nach dem Höhenprofil, wie es in den Charts angegeben ist, richten und eigenständig eben den Sinkflug gemäß dieses Profils einleiten. Gut, hier der Vollständigkeit halber nochmal das Readback. Condor 5 Golf India cleared Luxup 29 Transition and Profile. Das war es im Prinzip schon, was man phraseologisch über die Transitions wissen muss. Und wir fliegen dann im Prinzip diesen Flugweg fröhlich ab, so wie er eben in den Charts steht, bis wir in den Gegenanflug kommen. Gegenanflug, hier nochmal zur Erinnerung, ist der Downwind, der sich entgegengesetzt zur Landerichtung von der Landebahn eben wegbewegt. Hier der blaue Pfeil. Und auch an der Stelle nochmal der Vollständigkeit halber der nicht ganz unwichtige Hinweis, dass man ohne Clearance durch die ATC nicht in den finalen Anflug drehen darf, also in den Endanflug. Das heißt, wenn wir jetzt hier geradeaus fliegen von MS-303, MS-302, MS-301 bis MS-300, müssen wir dem Heading weiter folgen. Das ist zumindest der Normalfall in Deutschland, dass man nicht ohne Clearance ins Final drehen darf. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel der Kölner Flughafen, da darf man ins Final drehen. Das steht dann aber nochmal explizit in den Charts. Also wie gesagt, der Normalfall, erstmal dem Heading weiterfolgen und dann wird sich die ATC mit Sicherheit ganz bald bei euch melden. In jedem Fall fliegen wir ganz vorbildlich den Downwind weiter entlang, bis wir andere Vorgaben von der ATC bekommen. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass man diese Transitions vor allem dann einsetzt, wenn besonders viel Verkehr ist. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass man zusätzlich noch Restrictions bekommt. Zum Beispiel Maintain Present Speed oder Increase Speed to 230 Knots or Greater, Reduce Speed to 230 Knots or Less. Und das Ganze hat natürlich den Hintergrund, dass man von der ATC
separiert werden muss von anderen Fliegern und dazu wird eben auch die Geschwindigkeit benutzt. Dann kann es einem noch passieren, dass man an einen weiteren Lotsen übergeben wird, und zwar ist das der Director. Der Director hat eigentlich keine andere Aufgabe, als die Flieger so zu separieren und einzudrehen, dass sie eben schön gestaffelt aufs Final kommen und dann direkt an den Tower übergeben werden können. Das schauen wir uns einmal an, wie es aussieht, wenn es den Director gibt. Der Mittelstadt Arrival kontaktiert uns und ruft uns Condor 5 Golf India, Contact Mittelstadt Director on 1-to-1-decimal-1-2. Wir machen unser Readback, Condor 5 Golf India, Contacting Mittelstadt Director on 1-to-1-decimal-1-2. Wie gesagt, den Director gibt es nicht immer an Flughäfen, nur manchmal. Wenn er nicht da ist, dann wird diese Aufgabe vom Arrival-Lotsen übernommen. Egal, ob es jetzt einen Director oder einen Arrival gibt, am Ende wird uns einer der beiden, wenn wir auf einer Transition sind, aufs Final drehen, mit einer ganz einfachen Richtungsanweisung, zum Beispiel Condor 5 Golf India, turn right, heading 210. Read back, Condor 5 Golf India, turning right, heading 210. Damit nähern wir uns auch bei der Transition so langsam dem Ziel. Und das heißt die Extended Centerline von der Runway 29er Left. Und egal, ob wir jetzt einen Arrival oder einen Director Lotsen haben, wir brauchen jetzt als nächstes eine Clearance für den Endanflug. Das kann ein ILS-Anflug sein, das kann ein VOR-Approach sein. Und das ist im Prinzip genau der gleiche Zustand, den wir jetzt auch schon beim Standard Approach und bei den Vektoren erreicht haben, sodass sich der Kreis hier wieder schließt und wir jetzt mit einem Thread weiter fortfahren können. Denn die Befehle und die Anweisungen von der ATC sehen ab jetzt auch alle wieder gleich aus. Schauen wir uns als erstes den Standardfall an. Die Clearance, die wir ganz normal für das ILS vom Fluglotsen erhalten, wie folgt. Condor 5 Golf India cleared ILS Approach Runway 29er Left. Unser Readback. Condor 5 Golf India cleared ILS Approach Runway 29er Left. Das ist die Standard Clearance und die beinhaltet einige Freigaben, die automatisch mit dieser Clearance einhergehen. Und zwar bedeutet das erst einmal, dass wir sinken dürfen. Und zwar auf die Höhe des Standardanfluges. In vielen Fällen ist das 3000 Fuß oder 2500 Fuß. Auf diese Höhe, auf der man normalerweise in das ILS reinfliegt, dürfen wir also jetzt automatisch sinken. Wir haben die Freigabe bekommen, den Localizer und den Glide Slope zu empfangen und zu nutzen. Und sämtliche Geschwindigkeitsanweisungen sind damit aufgehoben. Wir dürfen also jetzt Klappen ausfahren, Geschwindigkeit reduzieren und so weiter und so fort. Der Lotse kann genau das natürlich auch verhindern wollen. Und dann würde er uns zum Beispiel folgende Clearance geben. Condor 5 Golf India cleared ILS runway 29er left to maintain 4000 feet until glide slope intercept. Mit anderen Worten, wir müssen eine Höhe von 4000 Fuß halten und genau in dieser Höhe in den glide slope reinfliegen und dürfen nicht, wie zum Beispiel in den meisten Fällen, auf die Standard 3000 Fuß sinken, um in dieser Höhe in das ILS und in den Glide Slope reinzufliegen. Readback ist klar. Condor 5 Golf India cleared ILS Runway 29er left maintaining 4000 feet until Glide Slope intercept. Das kann der Lotse auch nochmal anders formulieren. Und zwar kann er uns nur für den Localizer freigeben und eben nicht für den Glide Slope. Das sähe dann folgendermaßen aus. Condor 5 Golf India intercept Localizer Runway 29er left. Ist also nur die Freigabe, den Localizer zu nutzen, zu empfangen und in eben diesen reinzufliegen. Readback ist klar, Condor 5 Golf India, Intercept Localizer Runway 29er Left. Und an der Stelle auch der wichtige Hinweis, Intercept Localizer ist nicht gleichzusetzen mit Cleared Localizer DME Approach, weil das wäre wieder eine Freigabe für einen Approach, bei dem es zum Beispiel nur einen Localizer gibt. Neben eben dieser Freigabe für einen Localizer Approach kann es natürlich auch noch weitere Freigaben geben, nämlich den NDB Approach und den VUR Approach. Nicht zu vergessen ist der Visual Approach, bei dem der Lotse uns wahrscheinlich vor der Freigabe für einen Visual Approach
fragen wird, ob wir die Landebahn überhaupt sehen. Das wäre dann zum Beispiel Condor 5 Golf India Airfield is at your 12 o'clock position, range 3 miles, report in sight. Condor 5 Golf India Field is in sight. Und dann bekäme man eben die Clearance. Condor 5 Golf India cleared visual approach, runway 29er left. Read back. Condor 5 Golf India cleared visual approach, runway 29er left. Nochmal zur Verinnerlichung. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem ILS, kurz vor dem Localizer. Und es kann immer mal passieren, dass der Lotse von uns möchte, dass wir ihm reporten, sobald wir in das ILS reingeflogen sind und das fully established ist. Die Anweisung vom Lotsen sieht dann folgendermaßen aus: Condor 5 Golf India Report established on ILS 29er left. Und darauf kann man ziemlich cool antworten mit Condor 5 Golf India Wilco. Wilco ist die Abkürzung für I will comply und heißt so viel wie ich habe verstanden und werde entsprechend handeln. Und wenn wir dann irgendwann in das ILS reingeflogen sind und alles eben entsprechend established ist, dann reporten wir auch Condor 5 Golf India established ILS 29er left. Analog kann der Lotse natürlich auch Report established on localizer 29er left anfordern. Dann würden wir entsprechend antworten mit Condor 5 Golf India established localizer 29er left. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine winzige Kleinigkeit und dann können wir uns schon mit dem Tower und der Landefreigabe beschäftigen. Und das ist anderer Traffic. Wir stellen uns also vor, wir haben zum Beispiel eine Boeing 777 vor uns fliegen. Jetzt muss der Lotse unter normalen Umständen einen gewissen Mindestabstand wahren. Das sind, wenn ich mich nicht irre, 3 Meilen Mindestabstand, die auf jeden Fall gewährleistet sein müssen. Das kann der Lotse aber unter Umständen auch unterschreiten. Und zwar, wenn er die Verantwortung, den Sicherheitsabstand zu halten, an uns weitergibt. Und das würde man auf dem Funk wie folgt abwickeln. Der Lotse meldet sich also erstmal bei uns und informiert uns über den Traffic. Condor 5 Golf India, Traffic is a Boeing 777 on 10 miles final, 29er left. Report in sight. Er will also wissen, ob wir den Traffic sehen. So ähnlich wie wir das auch schon am Boden hatten. Wenn wir den Traffic sehen, sagen wir Condor 5 Golf India, Traffic is in sight. Jackpot für den Lotsen. Condor 5 Golf India, are you able to maintain visual separation from mentioned traffic? Wir sind natürlich nett und bestätigen das. Condor 5 Golf India, affirm. Und dann gibt er uns eben die Anweisung. Condor 5 Golf India, maintain visual separation from Boeing 777 on 8 miles final. Wir machen wieder unser Readback. Condor 5 Golf India, maintain visual separation from Boeing 777. Meistens würde der Lotse dann in dem Fall auch direkt die Anweisung geben, auf die Frequenz vom Tower zu wechseln. Ich habe es jetzt mal aufs nächste Chart geschoben. Condor 5 Golf India, Contact Mittelstadt Tower on 118.9er. Read back, Condor 5 Golf India, Contacting Tower on 118.9er. Und wir tun natürlich, wie uns geheißen, und kontaktieren den Tower wie folgt. Mittelstadt Tower, Condor 5 Golf India, ILS Approach, Runway 29er left. Ja, hier an der Stelle merken wir uns, dass wir auf jeden Fall auch nochmal den Approach erwähnen, auf den wir geklärt sind, für den wir die Freigabe haben. Das ist ganz wichtig. Und dann wird sich der Tower in etwa so bei uns melden. Condor 5 Golf India, Mittelstadt Tower, Continue Approach. Wir erinnern uns, wir haben die Boeing 777 vor uns, deswegen sagt er noch Number 2, also Condor 5 Golf India, Mittelstadt Tower, Continue Approach, Number 2. Kurzes Readback, Condor 5 Golf India, Number 2. Und wenn die Boeing 777 dann gelandet ist und die Bahn frei gemacht hat, dann bekommen wir auch unsere Clearance für die Landung. Und da wird dann tatsächlich zum ersten Mal das Wort Landing oder Land erwähnt. Vorher hieß es ja immer nur Approach. Condor 5 Golf India, Wind 250 degrees, 5 knots, Runway 29 left, cleared to land. Das macht man einfach zur Sicherheit, damit man nicht aus Versehen vorher das Wort Land oder Landing aufschnappt. Deswegen nur, wenn man die Clearance für die Landung gibt, sagt man tatsächlich cleared to land. Vorher heißt es immer Approach. Unser Readback, ganz kurz und knapp. Condor 5 Golf India, Runway 29 left, cleared to land. Und dann führen wir unsere Landung durch.
Ja, und mit Blick auf die Uhr, ich sehe, wir haben schon wieder 30 Minuten Video voll, würde ich tatsächlich den VFR-Anflug auf das nächste Video verschieben. Es gibt auch noch so die ein oder andere Besonderheit, die ich mir im IFR-Landeanflug und am Boden mit euch anschauen möchte. Deswegen glaube ich, dass es besser ist, noch ein viertes Video zu machen. Und wir machen einfach an der Stelle einen Cut. Ich glaube, das ist auch besser, weil in dem Video war jetzt wieder viel Neues und viel Input drin. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei den Leuten, die bis zum Ende durchgehalten haben. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jeden Support und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.